herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Heute geht es um den Wassertank. Ja, wir haben einen 112 Liter Wassertank für einen Radkasten, der super praktisch ist. Wir haben viel Wasser dran und es nimmt nicht so viel Platz ein. Und wie wir den Wassertankdeckel nachher wirklich montieren und wie das Ganze ausschaut, seht ihr bei dieser Folge. Viel Spaß damit! Ja, also heute werden wir jetzt den Tankdeckel reinmontieren. Den Wassertankdeckel. Und den müssen wir da jetzt da reinschneiden. Das ist 85 mm hat der Durchmesser hier. Und ich habe jetzt also einen Eisenbohrer gekauft. Und mit dem werden wir jetzt da noch einen durchbohren. Ja, zuerst werden wir eine Probe machen am Papier um. Schauen, ob das alles nachher genau passt. Und dann werden wir das da gleich direkt anwenden und versuchen. Für innen werden wir nachher auch so einen Rahmen brauchen, damit wir so bei den Fenstern eine Verstärkung haben. Da habe ich einfach so eine 12 mm so eine Platte genommen. Das schneide ich jetzt hier aus, dass das genau durchpasst. Und das kommt nachher einfach hinten rein. Das wird reingeklebt. Ja, so schaut es dann eigentlich aus. Von außen, von innen. Und dann wird das einfach angeschraubt. Ja. Dieser Rahmen wird dann wirklich angelegt. Dann wird das nachgezeichnet noch einmal. Und die Mitte markiert und durchgebohrt. Dann wird die Lochsäge genommen und mit dem wird jetzt eine Hand durchgebohrt. Das ist, glaube ich, durch, oder? Ja, schauen wir mal, ob es passt. Perfekt! So, jetzt brauchen wir nur mal den hinteren Rahmen. Den werden wir da ankleben mit Zickerflex wieder. Und dann brauchen wir noch drei Löcher, die was wir da reinbohren. Und das war's dann. Die Löcher werden markiert und dann gebohrt. Und alles wird noch einmal geschliffen, gereinigt und versiegelt. Grundierung kommt jetzt wieder drauf, des Pronox. Überall, wo am Auto geschnitten wird, ist am besten mehr Grundierung und mehr Schutz aufzutragen als zu wenig. Ja, da haben wir jetzt den weißen Lack und den weißen Lack, da werden wir jetzt ein Donnerbild draufbringen, dann hat es noch eine Beschichtung oben mit noch zusätzlicher Schutz. Ja, da werden wir jetzt auch noch überall ein bisschen einen Lack raufgeben, damit wir einfach über einen doppelten Schutz oben haben. Also für den Kleber innen, für den Rahmen, verwende ich wieder das Zickerflex 518 UV. Liste, also unten in der Beschreibung ist alles noch einmal ganz genau drinnen und sind auch ein paar Tipps. Also wenn ihr Fragen habt, einfach unten reinschauen und wenn da nichts für euch drinnen ist, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wir werden euch nachher gleich antworten. Ja, dann müssen wir wieder mit dem Silikonentferner, werden wir natürlich das Ganze reinigen. Das Deckersil 8936, das ist jetzt die reine Dichtungsmasse, die nicht austrocknet und die geben wir jetzt da außen rundherum hin. Wichtig ist, dass alle Flächen vorher gereinigt werden und dann wird der Tankdeckel raufgedrückt. Und wichtig bei den Schrauben ist, dass man da wirklich Anti-Rostschrauben nimmt natürlich. Das sind ja bei jedem Wetter ausgesetzt. Und das werden wir jetzt da mal reinschrauben. So, jetzt habe ich die Schrauben angezogen und jetzt sieht man auch, dass überall die Dichtungsmasse rauskommt. Es soll überall rauskommen und wenn das davor ist, dann passt es gut. Und die Innenseite kann man dann noch einmal mit Armaflex nachher bekleben. Muss man nicht. Mein Gedanke war, dass es nachher einfach zusätzlich nochmal gedämmt ist. Wir sind jetzt beim Einbau des Frischwassertanks und hier unten ist ja sozusagen der Ablauf. Den sieht man, glaube ich, weiß nicht, ob man den gerade sieht. Hier ist auf jeden Fall der Ablauf mit 2,5 cm Durchmesser und das müssen wir jetzt natürlich noch unten ins Auto bohren, dass das dann ablaufen kann und zum Grauwassertank läuft. Wie sicher bist du? 98%. Okay, dann bohren wir.
Wie überall wird jetzt wieder alles nachher abgeschliffen, gereinigt, geputzt und natürlich versiegelt, damit wirklich wieder kein Rost entstehen kann. Ganz viel Brunox raufstreichen oder beziehungsweise Grundierung und Rostschutz. Und jetzt müssen wir nur mal den Wassertank vorbereiten. Wichtig sind hier zwei Ventile. Hier haben wir ein Winkelventil. Eins dient für Wasser, für die Wasserpumpe, wo es angesaugt wird. Das andere haben wir in Blau, das ist für die Belüftung, damit der Wassertank immer Luft bekommt, dass er nicht zusammengeht. Wir haben uns zusätzlich dazu entschieden, dass wir einen Sensor verbauen. Somit können wir den Wasserstand ablesen. Jawohl. So. Das ist die Lilia Wasserpumpe, so eine Druckwasserpumpe. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Sie hat 2,1 Bar. Das ist ja 12 Volt mit 10 mm Anschlüsse. Ich habe es jetzt einfach so verbaut, dass man, da ist der Wassertank da unten, drauf haben wir eine Holzplatte montiert, da oben ist nämlich das Bett, das ist quasi unterm Bett, hat einen eigenen Raum da, es wird dann hier abgeteilt, da ist noch ein Stauraum, hier ist die Wasserpumpe, hier haben wir mal einen Anschluss gemacht, wir werden den später nachher erweitern, da kommt nachher der Verteiler her und das ist nachher später eben für die Dusche, dass wir noch draußen uns duschen können. Ja, ist eigentlich ganz einfach verbunden. Das ist der Trinkwasserschlauch und da haben wir das Verbindungsstück, gibt es in jedem Bauhaus. Ja, ganz einfach und ja, das haben wir jetzt ganz normal verbunden und jetzt montieren wir das noch fertig. Ziel ist irgendwie, dass wir hier eine Dusche herbauen, die man ausziehen kann. Ja, was haben wir jetzt da gekauft? Wir haben jetzt da hier einfach eine normale Dusche gekauft mit dem Anschluss. Und der Deckel soll dann irgendwie da raufkommen. So, das ist das, was wir am längsten gesucht haben. Das ist eigentlich bei der Dusche das Verbindungsstück. Also da kommt eigentlich nur ein Gewinde rein und das besteht eigentlich nur aus zwei Teilen. Und da haben wir den 10 mm Aufstecker dann. Den muss man mit der Druckpumpe verbinden werden. Also da kommt noch ein Schlauch her und der kommt nachher da einfach drauf und somit ist nachher unsere Dusche eigentlich dann wirklich montiert. Es ist eigentlich viel einfacher, was man sich denkt. Da haben wir relativ lang gesucht und jetzt haben wir es. Das schaut schon richtig gut aus, nur das Problem ist jetzt da, wenn ich das Kabel nämlich reingebe und die ganze Duschbrause, also die hat ja 2,5 Meter, dann klemmt das da drinnen irgendwie und ich kriege das nicht mehr rein. Und deshalb ist es... Doch, so easy ist es. Die Lösung ist einfach ein flexibles Metallschlauch und es gibt es überall auf Amazon und kostet nicht mehr als 10 Euro. Hey, ich kann es einfach nicht glauben. Mir fängt es so richtig an. Wir waren jetzt da komplett fertig, haben schon alles eingerammt und dann haben wir den Wassertank eben vorher noch befüllt und wenn wir fertig waren, sehe ich, dass das Wasser da ausrinnt. Kann man einfach nicht glauben. Das heißt, wir haben jetzt keinen Tank. Wir wollten ursprünglich am Mittwoch fahren. Es ist jetzt Sonntag. Wir haben die Elektronik, alles verlegt soweit, alles perfekt. Wir haben es noch nicht komplett angestöpselt. Wir haben einen kaputten Wassertank. Hey, ich kann es einfach nicht glauben. Wir wollten heute wegfahren und dann haben wir den Wassertank einfach befüllt und wir haben schon die ganzen Sachen eingekramt, jetzt, so wie sie jetzt da drinnen sind. Und ich habe es, glaube ich, beim vorigen Video gesehen. Da haben wir schon wieder herumgeschraubt. Es ist nachher alles ausgelaufen, es war nachher komplett nass drinnen. Dann haben wir das Ganze trocknen müssen. Dann haben wir schauen müssen, wie wir den Kanister oder den Tank wieder reparieren können. Ja, wir waren am Zweifeln, oder? Wir sind jetzt gerade bei dem Kunststoffunternehmen.
Back und Sohn und wurde uns empfohlen und es läuft richtig gut, weil die super flexibel sind und haben gesagt, sie machen es und kein Thema und haben einfach Ja gesagt. Sie reparieren uns das? Nein, ganz ein Glauben, mir taugt das gerade so arg. Da liegt der Kanister, er ist fertig. Dort. Schau, wie gut dass das Mann ist. Da hat er jetzt einen Dreifachstreifen raufgegeben und das perfekt zugemacht. Der ganze Kanister hätte uns wie viel kostet, Fanny? Ich glaub, mindestens 160 Euro, 2 bis 3 Wochen Lieferzeit. Genau. Und so ist und es einfacher. So sind wir jetzt wieder im Rennen und können heute wieder weiterfahren. Ja, zum Schluss noch ein paar Informationen. Uns ist eigentlich richtig gut dabei gegangen. Es ist wirklich keine Hexerei. Wichtig ist nur, dass man alles schön sorgfältig macht. Bei uns, wir haben das Pech gehabt, dass es ein Konstruktionsfehler war vom Kanister, vom Wassertank. Und natürlich könnte man den komplett austauschen. Und wir haben den einfach direkt bei einer Firma nochmal machen lassen. Und das ist wirklich... Also das hat super funktioniert. Einfach hinfahren und das ist ja eine Plastik-Schweißfirma gewesen und die hat das innerhalb einer Stunde gemacht und das hält bombenfest und man braucht sich da überhaupt keine Gedanken machen. Also man sollte das auf alle Fälle professionell machen lassen, weil wenn das nachher in ein paar Jahren wieder aufbricht, dann hat man das ganze Wasser im Wehen drinnen. Ich habe ganz vergessen, wir haben November, ja, das sieht man. Jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das irgendwie geholfen hat, dann lasst uns vielleicht ein Like da, abonniert den Kanal, unterstützt uns, dass wir die 1000 noch vor 2022 erreichen und bleibt dran, jede Woche kommt ein neues Video. Vielen Dank, bis bald, ciao!